Ja, wir erstmal herzlich willkommen nochmal. Wir sind in 3. Mose und zwar heute in Kapitel 8. 3. Mose, Levitikus ist sozusagen in der Mitte der Tora, in der Mitte der 5 Bücher Mose. Ist sozusagen das gute Mittelstück, wenn ihr so wollt. Und viele sagen auch eigentlich das beste Stück. Auch wenn der heutige Leser das vielleicht nicht so empfindet. Es ist auch, ich kann es offen sagen, ich denke, es geht euch genauso. Das dritte Buch Mose war eigentlich immer das Buch, was ich gemieden habe zu lesen. Wenn ich in den Büchern Mose gelesen habe, dann habe ich das gerne geskippt, weil einfach so ein bisschen die Storyparts fehlen und sehr viel um Opfer geht, um Reinheit und so weiter. Also alles erstmal recht trocken vielleicht aus heutiger Sicht oder aus meiner Sicht. Ich glaube, ich bin eher so ein Story-Typ. Ich liebe Stories. Und ja, so geht es uns wahrscheinlich allen. Das nimmt uns einfach ein Stück weit mehr an die Hand, nimmt uns ein bisschen mehr mit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass 3. Mose wirklich das Herz der 5 Bücher Mose ist, das Zentrum, weil es hier um die Begegnung mit Gott geht, weil es hier um die Anbetung Gottes geht, weil es hier darum geht, dass Gott in der Mitte des Volkes wohnen möchte, dem Volk Gottes nahe sein möchte, und dieses Volk ein Volk von Priestern werden soll. Und ich lese mal einen Psalm, der das vielleicht ganz gut ausdrückt, so ein bisschen die Problematik, um die es auch geht in Levitikus, denn es ist schön, es ist ein Riesensegen, wenn Gott mitten unter uns wohnt. Das ist etwas Herrliches, Wundervolles, das ist lebensspendend, aber es ist auf der anderen Seite auch was Gefährliches. Denn Gott ist dieses verzehrende Feuer, ja. Manche vergleichen das ja wie die Sonne. Stell dir vor, die Sonne wohnt neben dir. Das ist nicht so ungefährlich, ja. Die Sonne ist toll, wir brauchen sie. Sie gibt Leben, Kraft, bis hin, dass sie unseren Körper stimuliert, bestimmte Vitamine herzustellen, die sonst gar nicht produziert werden. Aber wenn du der Sonne zu nahe kommst, verbrennst du. Und vielleicht ist es ein Bild, ein bisschen für Gott. Stell dir, Gott wohnt hier jetzt, will jetzt wohnen in der Mitte des Camps. Und das ist wundervoll, aber auch unglaublich krass und gefährlich. Wie begegne ich diesem Gott, diesem verzehrenden Feuer? Wie gehen wir damit um, mit seiner Nähe, mit seiner Heiligkeit? Er ist heilig, Digga. Er ist so heilig, das ist schon, ja, ist schon gefährlich. Für uns, die wir unheilig sind, da vergehen wir doch total, oder? Also, ciao. Wie gehen wir damit um? Aber Gott hat einen Plan, wie das funktionieren kann. Das ist das Schöne. Er hat eine Idee, wie das funktionieren kann. Aber in Psalm 17 wird es auch so ein bisschen thematisiert, finde ich. Ist es Psalm 17? Oh nein, ist es gar nicht. Das 14? Jörg, wo ist das? Wer kann wohnen auf dem Berg Gottes? Oder ist es? 15, ja, sorry, genau. Psalm 15, vielleicht erstmal als Intro. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ja, wer darf denn in dieses Zelt gehen, was Gott in der Mitte dieses Camps aufschlagen möchte, wo er wohnen möchte? Wer darf denn da rein? Digga, wer kann denn da überhaupt rein, ohne zu sterben? Wie soll das funktionieren? Diese Frage stellt der Psalmist. Wer kann da rein? Wer darf da weilen? Wer darf Zeit verbringen in deiner Nähe, Gott? In deiner Nähe, die so krass ist, so intensiv ist. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Herr, wer darf dir nahe kommen? Wer darf, ja. Der heilige Berg, der Berg Gottes, wer darf da überhaupt drauf?
Wer darf überhaupt in die Heiligkeit und in die Herrlichkeit Gottes treten? Wer darf das? Dann steht hier, der Rechtschaffene wandelt, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinem Gefährten kein Übel angetan und auf seinen Nächsten keine Schmähung gebracht. In seinen Augen ist der Verworfene verachtet, aber die, die den Herrn fürchten, ehrt er. Er hat zu seinem Schaden geschworen und ändert es nicht. Sein Geld hat er nicht auf Zins gegeben und ein Bestechungsgeschenk gegen den Unschuldigen nicht angenommen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Ja, aber wer ist so? Wer ist so rein? Wer ist so gerecht? Durch und durch, wirklich von Herzen. Aber Gott hat diesen Plan. Er will dieses Volk. Er will in ihrer Mitte wohnen. Und sie sollen sein Volk sein. Und sie, von Anfang an versagen sie. Von der ersten Sekunde an, ja, nur versagen. Im Grunde irgendwie sind die Gebote noch kaum in Stein gemeißelt, kommt Mose, wird dieses goldene Kalb gegossen. So, also die Dinger sind noch nicht mal unten ans Volk, sind noch nicht mal ausgeliefert sozusagen, ja, die sind erst bestellt und im Warenkorb gelegt. Da fängt das Volk schon an, quasi ein Bild von Gott zu machen, was überhaupt nicht Gottes Geist entspricht, was Gott gar nicht möchte. So, schon in der ersten Sekunde dieser Beziehung, dieses Bundes, versagt sein eigenes Volk, sein Bundesvolk. Und es ist wie eine, ja, es ist eigentlich wie eine Ehe, die dort eingegangen ist am Berg Sinai, zwischen Gott, unserem Bräutigam, oder Gott, dem Bräutigam, und seinem Volk, seiner Braut. Und sofort wird die Ehe gebrochen. Sofort, in der Hochzeitsnacht noch, während der Hochzeitsfeier, stellt euch das vor, geht die Braut fremd. Digga, das ist brutal, oder? Kann man sich kaum vorstellen, aber ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es ist eigentlich so hier, am Berg Sinai. Und Mose tut Fürbitte und Gott ist barmherzig und er gibt diesen Plan nicht auf, auch wenn er wirklich, ja, er ist wirklich verzweifelt. Er ist schon verzweifelt, er sagt schon eigentlich so, boah, nee, ich will einen Neuanfang machen. An einer Stelle sagt, ich weiß nicht, ob er es sogar zweimal sagt, er sagt, Mose, ich mache aus dir ein neues Volk, weg mit dem Volk, es geht einfach nicht mehr, es funktioniert nicht. So, und Mose ist jedes Mal, tritt ein. Aber warum sind sie überhaupt da an dem Berg gelandet? Und keine Sorge, wir fangen gleich an, aber warum sind sie denn überhaupt dort, an diesem Berg? Das würde ich gerne nochmal in 2. Mose lesen. In 2. Mose 2. Mose, zum Beispiel, wo Mose das erste Mal zum Pharao geht. Kapitel 5, 2. Mose Kapitel 5. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao beantwortete ihnen, wer ist der Herr, also wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Israel ziehen lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und das ist der Grund. Mose also sagt an anderen Stellen auch, lass das Volk ziehen, es soll Gott oder es soll Jahwe in der Wüste dienen. Also es soll feiern und es soll dienen. Und dann gibt's, der Pharao sagt dann immer mal wieder, ja, ihr könnt gehen, nee, dann doch nicht und ja, dann 3 Tage weit, ach, das ist viel zu weit, mach das doch hier. Nein, Mose sagt, nein, wir können hier nicht dienen, wir können Gott nicht dienen, wir müssen in die Wüste gehen, wir wollen ihm dort dienen. Also es geht darum, dass Gott sagt, kommt mit dem Volk hier zu diesem Berg und dient mir hier und feiert hier ein Fest. Und das fängt jetzt an, da gehen wir jetzt rein. Das ist eigentlich 3. Mose, das ist Levitikus, das ist der Dienst, um den es geht, warum die da sind. Deswegen sind die da. Deswegen hat Gott sie da rausgeholt, damit Israel
ihnen dienen kann. Und Jörg hatte jetzt die Kapitel 1 bis 7, haben wir uns angeschaut zusammen, und da sind diese Opfer beschrieben, die Opfer, die verschiedenen Opferarten und dann auch noch Ergänzungen zu den Opfern und wie mit den Opfern verfahren werden soll. Jetzt kommen wir in Kapitel 8 und jetzt fängt es an, nochmal sich um die Priester zu drehen. Und ja, kannst du einmal diese eine Grafik, ich habe zwei Grafiken mitgebracht, wie, ich finde das immer ganz hilfreich, wenn man sich so ein Buch so ein bisschen einteilen kann, so wie Dritte Mose. Und das ist jetzt, man muss das Buch nicht so einteilen, aber es kann eine Hilfe sein, um ein bisschen zu wissen, okay, wo befinde ich mich eigentlich gerade in der Geschichte? Also ihr seht ganz oben der Day of Atonement, also der Versöhnungstag, das ist in dieser Grafik der Mittelpunkt eigentlich oder das, worauf alles hinausläuft in Dritte Mose. Das ist dieser Tag der Versöhnung. Das wird dann in Kapitel 16 bis 17 beschrieben werden. Wir haben jetzt sozusagen die Ritualen, also die Ritual Sacrifices, die haben wir durchgelesen. Das sind die Opfergebote. Und jetzt kommen die Priester, also jetzt treten die Priester sozusagen auf den Plan. Die Priester werden geweiht und fangen dann auch an zu dienen. Und dann wird es um diese Reinheitsrituale gehen. Und dann wird ganz in der Mitte sozusagen des Buches dieser Versöhnungstag kommen. Und vom Versöhnungstag dann wieder Reinheitsgebote, dann geht es wieder um die Priester und dann wird es um Feste gehen, rituelle Feste. Also so eine mögliche Einteilung. Ich fand auf jeden Fall die Idee stark, oder ja, dass in der Mitte des Buches wirklich dieser Versöhnungstag steht. So, das finde ich ganz stark und wichtig. Und wir werden, ja, ich denke, wir verstehen jetzt schon, warum. Weil wir diese Versöhnung brauchen mit Gott und weil Gott sich das auch wünscht. Okay, danke, kannst du wieder weghauen. Genau, lesen wir doch mal hier in Kapitel 8. Also wir fangen jetzt hier mit der Priesterweihe an. Weihe Aarons und seiner Söhne. Und der Herr redete zu Mose: Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Stier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der ungesäuerten Brote. Hier haben wir erstmal so eine Packliste für Mose. Nimm das bitte alles mit. Jetzt geht's los. Also, er soll die Kleider mitnehmen, er soll Öl mitnehmen, er soll einen Stier mitnehmen, er soll zwei Widder mitnehmen und einen Korb mit ungesäuerten Broten. So, das ist dabei. Und das werden wir jetzt sehen, das wird jetzt alles verwendet werden in diesem, in dieser Weihe von Aaron und seinen Söhnen. Vers 3, und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Begegnung. Hier übersetzen die Übersetzung verschiedentlich, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob bei euch Stiftshütte steht in der Bibelübersetzung. Ich glaube, Luther übersetzt Stiftshütte oder Schlachter, ich weiß es nicht. Hier die Elberfelder hat sich entschieden fürs Zelt der Begegnung. Wenn ich das richtig verstehe, steht da einfach nur Zelt in Hebräisch. Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, wahrscheinlich die Frage, okay, um welches Zelt geht es jetzt hier? Das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte? Ich würde fast meinen, die Stiftshütte, denn jetzt wird hier der priesterliche Dienst eingesetzt und der findet dann statt, ja, in der Stiftshütte eigentlich. Sei es, wie es ist, wir lesen mal weiter. Und Mose sprach zu der Gemeinde: Dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Also das, wie gesagt, wir haben erstmal die Packliste, Mose hat das alles dabei und dann soll er alle Leute versammeln und sie versammeln sich vor dem Zelt, also am Eingang. Und jetzt sagt Mose: Ich mache jetzt genau das, was Gott geboten hat, Leute. Und das ist, es ist total spannend, ihr müsst euch das einfach vorstellen, Leute, ich weiß, wenn man da so durchliest, ich war ein bisschen lost, als ich das erste Mal den Text gelesen habe von Kapitel 8. Ich bin ein bisschen wirklich so verloren gegangen, weil dann kommt dies, dann kommt das. Aber stellt euch das einfach mal vor, jetzt geht's los, Leute.
Das ist der Tag, an dem es richtig losgeht mit dem Dienst für Gott. Vorher haben sie die Gebote empfangen, sie haben die Anweisung, aber jetzt kommt das Ganze in Action. Ja, sie haben jetzt gehört, wie sie es machen sollen und jetzt, Leute, heute geht's los. Digga, kennt ihr das, wenn es losgeht? Ihr plant und plant und plant und dann kommt der Tag, wann es losgeht. Das ist so aufregend. Und jetzt geht's los. Und ja, ich finde das spannend. Also ich fände das spannend, wenn ich da drunter unter den Israeliten wäre und sage, ja, jetzt fangen wir endlich mal an hier mit dem Dienst für Gott. Ja, denn deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Und jetzt geht's los. Und wie gesagt, Mose sagt, ich mache jetzt genau das, was Gott mir gesagt hat. Okay, Leute? So, das haben die noch nie gemacht. Okay, das müsst ihr euch mal, Digga, wenn ich Mose wäre, ich hätte so ein, wirklich, ich hätte Angst. Ein bisschen Ehrfurcht, mindestens Ehrfurcht. Aber ich bin ja nicht so ein Glaubensheld wie Mose, ich hätte Angst, was falsch zu machen. Mir das alles richtig gemerkt zu haben. Was kommt jetzt wohin und was mache ich wann und wo tue ich jetzt das Öl ran und wo tue ich jetzt das Blut ran und so weiter. Ich denke, er hat es auswendig gelernt, was jetzt zu tun ist. Und trotzdem, also es ist aufregend. Ich finde, es ist aufregend. Aber Mose sagt, ich mache wirklich jetzt das nach Plan, ja? Nach Plan. Und dann fängt er an. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Aaron soll der Hohepriester werden und seine Söhne sollen auch mit dienen in der Stiftshütte. Und erstmal ist es auch schön zu sehen, sie müssen erstmal gewaschen werden. Denn es sind ganz normale Leute, ganz normale Israeliten. Das schreibt dann auch Paulus im Hebräerbrief. Wisst ihr was, der Hohepriester ist ein ganz normaler Mensch, der sozusagen vor Gott steht in Vertretung für alle anderen ganz normalen Menschen. So, Aaron ist ein ganz normaler Mensch. Und er hat riesige Fehler gemacht, bis jetzt schon. Und trotzdem ist Gott so gut und ruft diesen Mann zum Hohepriester, der wirklich ganz schön krass schon versagt hat eigentlich. Hier sehe ich schon Gottes Güte. Und dass Gott, ja, Aaron noch eine Chance gibt und sagt, hey, ich möchte, dass du aber Hohepriester wirst. Aber sie brauchen alle diese Waschung, wisst ihr, und wir brauchen das alle. Ne, wenn jemand in der Gemeinde dienen will, in der Gemeinde Gottes, die auch der Tempel Gottes ist, dann braucht er Waschung, dann braucht er Reinigung. Das brauchen wir. Es ist keiner sozusagen, selbst Jörg, Pastor Jörg, ist nicht gut genug, dass er sozusagen hier ungewaschen stehen dürfte, ohne gereinigt zu sein mit dem Blut Christi, mit dem Wasser. Selbst Jörg braucht das. Und ich umso mehr und wir alle. Ja, da sind wir alle, wenn Gott uns beruft, muss er uns erstmal waschen. Ist so. Und auch immer wieder, weil wir uns immer wieder auch schmutzig machen. Staub an den Füßen, oder? Jesus hat gesagt, ey Digga, Petrus, du musst mich schon dich waschen lassen, sonst wird das nichts. Sonst geht das nicht. Dann hast du keinen Anteil an mir, dann... Wie willst du mir dienen, Bruder, wenn ich dich nicht waschen darf? So, wie wollen wir Gott dienen, wenn wir uns nicht waschen lassen? Aber wir lassen uns, glaube ich, gerne waschen. Ich lasse mich wirklich, ich bin so froh. Ich dusche ja auch irgendwie so jeden Morgen, auch wenn die Gaspreise jetzt steigen ins Unendliche. Aber ich versuche noch, die Hygiene hochzuhalten. Ja, vielleicht steige ich irgendwann auf den Waschlappen um. Kann sein. Kaltes Wasser, ja, ich habe mir jetzt auch so ein Ding eingebaut in die Dusche, so ein Wasser, also dass nicht so viel Wasser durchläuft, ja, das ist schon mal, also ich habe mal gemessen, unten bei meinen Schwiegereltern habe ich eine Minute die Dusche laufen lassen auf volle Pulle und einmal bei uns oben, ohne diesen Stopp drin. So, bei uns oben habe ich 15 Liter rausgehauen in einer Minute. Digga, 15 Liter, das ist schon ordentlich, in einer Minute. Jetzt überlegt mal, wie lange ihr vor dieser ganzen Gaskrise so geduscht habt. Also ich habe manchmal 10 Minuten geduscht, einfach nur so, aus Genuss. Und ich kenne andere hier aus der Gemeinde, ich will keine Namen nennen, die locker 30 Minuten geduscht haben. 30 mal 15 Liter, schon eine Menge. So,
Das Stoppding bei meinen Schwiegereltern, nur die Hälfte. So, deswegen habe ich mir so ein Stoppding gekauft. Wasserverbrauch, Hälfte. So, wie komme ich darauf? Ja, und ich versuche also jeden Tag zu duschen, ja, damit ich morgens sauber auf die Arbeit komme. Und ich denke so oft, boah krass, ich kann hier einfach morgen so jeden Morgen mich duschen, aber dieses wunderbare Wasser, was so hilfreich ist, es kann nicht mein Herz sozusagen abduschen. Das kann mich nicht innen drin abduschen, meine Schuld, meine Sünde, meine komischen Gedanken und all das so. Das ist wirklich etwas, was nur Gott tun kann. Aber wie wichtig ist das, dass Gott das immer wieder tut? Weil ich sonst auch anfange zu stinken innerlich. Innerlicher Schweißgeruch, wisst ihr Leute? Und dann, ja keine Ahnung, ich glaube daran, wenn man sich lange nicht duscht, auch innerlich, nicht lange unter die Gnade Gottes kommt und sich waschen lässt, fängt man auch innerlich an zu stinken. Und irgendwann riechen das Leute auch. Das kann man nicht verbergen. Wenn die Gnade Gottes nicht an mich ran, wenn ich die nicht an mich ranlasse, naja. Ich hatte mal also es ist eine klassische Geschichte, ne? Hat glaube ich jeder, der bei der Bundeswehr hatte mal einen in seiner Kompanie, der sich nicht getraut hat zu duschen. Ich habe das schon so von allen Leuten gehört. Es gibt immer einen, der hat Angst, da zu duschen. Ich weiß nicht warum, das ist vielleicht was Psychisches oder so, die Leute. Und der hat nicht geduscht. Und bei der Bundeswehr in der Grundausbildung, also vor allem in der Grundausbildung, danach nicht mehr so, aber in der Grundausbildung macht man ja auch richtig was. Da geht man raus, da wandert man, da läuft man, da klettert man und dann stinkt man und da muss man duschen. Aber wenn ihr schon mal jemanden gerochen habt, der 2 Wochen nicht geduscht hat oder 3 oder sich halt nicht gewaschen, man muss ja nicht duschen, man kann ja auch baden oder mit dem Waschlappen eine Katzenwäsche machen, aber das ist schon krass, gerade bei Männern. Also das ist schon, mein Schwager sagt immer, ein Mann muss nach Box stinken. Ne? Aber das ist nicht so. Das ist unangenehm, super unangenehm. Bei mir ist es so, wenn jeden Morgen, oder wenn ich verschwitzt bin, dusche ich kalt. Kalt duschen, sehr gut, ja, sehr gut. Du kriegst den Kaltwasserduschorden hier. Also Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Und das, ja, ist einfach wichtig. Klar, es ist hier symbolisch, ne? Auch dieses Wasser damals in der Wüste konnte nicht die Herzen von Aaron und seinen Söhnen reinigen. Es war auch da, nur äußerlich. Aber auch das war natürlich wichtig. Aber ich denke, es war auch ein Zeichen. Jetzt geht es weiter in Vers 7. Jetzt kommt die Kleidung. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Ephods und band es ihm damit fest. Und er legte ihm die Brusttasche an und legte in die Brusttasche die Urim und Tumim, das sind diese beiden Lose oder Lossteine. Und er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund an seine Vorderseite das blumenförmige Stirnband aus Gold, das heilige Diadem, ganz wie der Herr Mose geboten hatte. Also alles noch im Plan. Mose macht bis jetzt alles richtig, so wie Gott es geboten hat. Und das ist hier extrem wichtig, Leute. Denn wir werden zu einer Stelle kommen und das wird Jörg dann predigen, Gott sei Dank. Nein, ich hätte es auch mit reingenommen, das ist viel zu viel. Wir werden an eine Stelle kommen in diesen 3 Priesterkapiteln, wo nämlich 2 Männer denken, wir machen das jetzt mal ganz anders. Und zwar nicht so, wie der Herr geboten hat, sondern so, wie wir uns das jetzt vorstellen. Und wahrscheinlich sind sie dabei sogar betrunken. Wir wissen es nicht genau, aber es gleich danach sagt Gott, und ihr sollt nicht trinken übrigens, wenn ihr hier arbeitet, ne? Egal, Mose aber macht den Priesterdienst so, wie Gott es geboten hat. Er macht es genau richtig. Er richtet hier sich nach Gott. Und diese Kleidung des Priesters, die hatten wir hier auch schon mal gesehen, ist wunderschön. Also dieser Hohepriester Aaron ist wirklich wie, der muss den Leuten damals, also es ist einfach, ne, die hatten ja kein Fernsehen, die hatten keinen Herr der Ringe, was sie irgendwie auf Amazon gesuchtet haben abends und dann diese geilen Effekte und so. Wir sind ja so überentertained, ja. Wir,
Wir haben ja irgendwie alles schon gesehen an Herrlichkeit und an Schönheit, aber überlegt euch mal, wenn du so ein Sklave bist, ja, der, klar, okay, Ägypten, ne, da hast du auch schon wunderschöne Bauten gesehen und so, aber letztendlich muss das Wahnsinn gewesen sein, diesen Aaron so vor sich stehen zu haben, in seiner wunderschönen Kleidung, mit diesem goldenen Schurz, mit den Edelsteinen da drauf, mit dieser, ja, mit seiner Kopfbedeckung, also es muss beeindruckend gewesen sein und einfach herrlich. Und ich glaube, es soll auch ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes ausdrücken, die Kleidung, die Aaron hier getragen hat. Also das ist die Kleidung. Und jetzt kommen wir zu Vers 10 und jetzt fängt Mose an, die Gegenstände im Zelt zu salben. Also kommt ihr noch mit? Wir haben die Packliste gehabt, wir haben die Versammlung der Leute gehabt, dann haben wir gesehen, wie Mose gewaschen hat, jetzt haben wir gesehen, dass Mose Aaron ankleidet und jetzt kommt die Salbung mit Öl. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Also ich hätte jetzt gedacht, er geht direkt mit dem Öl zu Aaron und salbt Aaron, aber erstmal, und das ist, ja, das ist irgendwie witzig, aber auch voll schön, finde ich, salbt er wirklich das Zelt. Er salbt das Zelt, wahrscheinlich sprenkelt er das Öl darauf, er wird es sicher nicht irgendwie so raufgegossen haben, eimerweise, sondern er besprengt das wahrscheinlich mit Öl und er heiligt das dadurch, er heiligt die Wohnung durch das Öl. Vers 11, und er sprengte davon 7-mal auf den Altar, also er geht in das Zelt zum Altar, sprengt 7-mal das Öl darauf und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell, um sie zu heiligen. Das ist dieses Öl, ja, was das heiligen soll, die Gegenstände. Und jetzt kommt er zu Aaron, also erstmal die Gegenstände, das Zelt, und jetzt geht er zu Aaron, Vers 12. Und er goss von dem Salböl auf den Kopf Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Alles in der Gegenwart Gottes muss heilig sein, Leute. Da zieht jetzt nicht irgendjemand ein, da zieht jetzt nicht irgendwie dein Kumpel ein oder deine Freundin irgendwie hat ein WG-Zimmer gesucht und hier ist noch dieses Zelt in der Mitte des Camps frei. Hier zieht jetzt der heilige Gott ein. Und man kann ihn nicht einfach in irgendeinem Zelt wohnen lassen. Es ist der heilige Gott. Hier muss alles heilig sein. Hier muss sozusagen, selbst die Gegenstände müssen heilig sein. So heilig ist Gott. Und da kommen wir gleich noch zu. Ich finde das total faszinierend. Und natürlich, Aaron muss heilig sein. Wie soll er dem heiligen Gott begegnen, wenn er selbst nicht geheiligt ist? Er wird Gott nah sein. Und da gibt es diesen wunderbaren Psalm, den ihr vielleicht auch schon jetzt im Kopf hattet, Psalm 133, den lese ich mal, weil er so schön passt, zu dieser Salbung von Aaron. Und Aaron ist hier übrigens der erste Gesalbte in der Bibel. Also wir haben hier die erste Situation, wo jemand mit Öl gesalbt wird. Und sozusagen hier ist er der erste Gesalbte, der erste Meschiach, der erste Gesalbte. Es ist der Hohepriester Aaron. Und das wird später, ja, dieser Begriff Messias, Meschiach, wird natürlich noch eine Rolle spielen. Von König David bis hin natürlich zu Jesus. Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Und wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und ich glaube, dieses Öl, das ist ein Zeichen des Segens, des Überfließen, der überfließenden Gutheit Gottes, des Überflusses, dessen, was Gott Israel geben möchte, denn Gott möchte Israel beschenken und zwar reich beschenken mit diesem neuen Land, wo Milch und Honig fließt. Und Aaron soll dieser Mann sein, der in Gottes Nähe ist. Und auch Aarons Leben soll überfließen vor Segen. Und hier fließt dieser,
dieses Öl durch seinen Bart. Und im Psalm 133 sagt der Psalmist, es ist köstliches Öl. Das war jetzt nicht irgendein ranziges Küchenöl wie bei dir in der Küche, was der da raufgeschmissen hat auf sein Bart und dann hat er nach Fritteuse gestunken, der Mann. Nein, das war köstlichstes Salböl. Das war fast wahrscheinlich wie eine Art Parfüm. Es muss wundervoll gerochen haben. Und ja, eine krasse Szene bestimmt hier. Wir lesen mal weiter in der Einsetzung hier von den Priestern. Die Gegenstände sind gesalbt, jetzt ist Aaron gesalbt. Und Vers 13 von 3. Mose 8. Und Mose ließ die Söhne Aarons herantreten und bekleidete sie mit den Leibröcken und umgürtete sie mit einem Gürtel und band ihnen die Turbane um, ganz wie der Herr Mose geboten hatte. Also Mose ist hier immer noch im Plan und er hält sich an Gottes Gebote und Anweisungen. Und Aaron hatte 4 Söhne. Also hier werden 4 Männer noch eingekleidet und sie haben nicht dieselbe Kleidung an wie ihr Vater. Ihr Vater ist Hohepriester, sie nicht. Sie sind Priester, aber nicht Hohepriester. Und ihre Kleidung ist anders, etwas schlichter. Vers 14, jetzt kommt der Stier, den Mose auf seiner Packliste hat. Nun wird er verwendet, um es mal sarkastisch zu sagen. Und er brachte den Stier des Sündopfers herzu und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstiers. Da hat Jörg schon etwas so gesagt. Ich wiederhole nochmal kurz, dieses Handauflegen ist einerseits in den meisten Situationen beim Opfern ist es die Übertragung der eigenen Schuld sozusagen auf das Tier. Es ist aber auch sozusagen eine Einsmachung mit dem Tieres, beziehungsweise dass ich sage, dieses Tier wird jetzt an meiner Statt geopfert werden. Ja, also ich, es ist an meiner Statt jetzt hier und wird geopfert werden. Mir fällt jetzt nicht das richtige Wort dafür ein. Ich autorisiere das Tier vielleicht damit sozusagen an meiner Statt jetzt sozusagen geopfert zu werden. Also sie legten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstiers und er schlachtete ihn und Mose nahm das Blut und tat etwas davon mit seinen Fingern ringsherum an die Hörner des Altars und entsündigte so den Altar. Und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er Sühnung für ihn erwirkte. Das fand ich nochmal spannend. Also das Blut der Opfertiere sühnt einerseits die Schuld derer, die die Tiere geopfert haben. Auf der anderen Seite reinigt auch dieses Blut das Heiligtum. Denn Gott kann nicht in ein verschmutztes Heiligtum leben. Es geht nicht. Dieses Zelt, diese Stiftshütte muss gereinigt werden. Der Altar muss gereinigt werden. Alles dort muss gereinigt sein. Und geheiligt sein. Das ist also auch noch eine Funktion des Opferblutes. Ne? Es ist eben auch die Heiligung, die Entsühnung des Heiligtums, sodass Gott in unserer Mitte wohnen kann. Dass er es sozusagen überhaupt aushält in unserer Mitte. Wir lesen mal weiter in Vers 16. Und er nahm das ganze Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett. Und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und den Stier und sein Haupt und sein Fleisch und seinen Mageninhalt verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Mose macht hier immer noch alles genau richtig. Und das war der Stier. Jetzt kommen wir zum ersten Widder. Das wird jetzt ein Brandopfer. Und er brachte den Widder des Brandopfers herbei und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schlachtete ihn und Mose sprengte das übrige Blut ringsum an den Altar. Den Widder aber zerlegte er in seine Stücke und Mose ließ den Kopf und die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen. Die Eingeweide und die Unterschenkel aber wusch er mit Wasser und Mose ließ den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Brandopfer war es, zum wohlgefälligen Geruch. Ein Feueropfer für den Herrn war es, ganz wie der Herr Mose geboten hatte. Immer noch alles gut.
Ihr müsst euch auch vorstellen, das ist schön hier. Also, wenn man das, manche von uns sind vielleicht Vegetarier, aber wenn und wir alle sind Großstädter, das heißt, wir schlachten nicht so oft Tiere. Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Tier in echt geschlachtet, Jörg wahrscheinlich auch nicht. Die wenigsten hier von uns haben das schon mal gemacht, ja. Marius hat das schon mal gemacht, genau, aber es ist halt auch ein Schocker für uns Großstädter, ja, muss man einfach so sagen. Und ich finde, wenn man das hier so liest, denkt man so, oh weia, das ist ja ganz schön, wow, das ist ja krass, aber ich glaube, es war ein schöner Moment. Wir müssen uns das vorstellen wie eine schöne Einweihungsfeier. Jetzt geht es los. Das hier sind alles wirklich sehr wichtige, schöne, ja, hier wird der Priester geweiht und das Heiligtum. Es ist ein wundervoller Moment, das wollte ich nur sagen. Es ist ein schöner Moment, es ist ein guter Moment. Jetzt geht es endlich wirklich los. Und Mose macht alles hier genau richtig, so wie Gott es gefällt, wie er es angeordnet hat. Und er brachte den zweiten Widder, den Widder der Einweihung herbei. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders und er schlachtete ihn. Und Mose nahm etwas von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und er ließ die Söhne Aarons herantreten und Mose tat etwas von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die großen Zehen ihres rechten Fußes. Und Mose sprengte das übrige Blut ringsherum an den Altar. Das ist hier etwas vielleicht rätselhaft, aber ich würde auch damit gehen und sagen, hier geht es darum, das Ohrläppchen, das Ohr für Hören, Schma Israel, höre Israel, also sozusagen ein geheiligtes, entsündigtes Ohr, ein gottgeweihtes Ohr, ja, Gottes Worte hören, auf Gott hören, auf seine Ordnungen hören, das ist das Blut am Ohr. Das Blut an der Hand ist, ja, die Hand, das ist das, womit wir Dinge tun, womit wir helfen. Also ein geheiligtes, ein gereinigtes und gottgeweihtes Handeln im Leben der Priester hier, des Hohepriesters und seiner Söhne. Und dann der Fuß, der kriegt auch noch was ab. Ja, die Schritte dieser Männer, sie sollen von Gott geleitet sein. Sie sollen heilige Schritte sein. Es sollen keine Schritte sein zu, ich sage es jetzt mal biblisch, alttestamentarisch, auf die Höhen, wo anderen Göttern geopfert wird oder an irgendwelchen dunklen Orte, wo die Sünde lauert, ja, wie die Sünde gelauert hat auf Kain zum Beispiel, sondern an gute Orte, an Orte, wo Gott angebetet wird, da, wo Hilfe gefragt ist, da, wo Gott sie hinführen wird, da sollen diese Füße uns sie hintragen und ich finde das für uns ein starkes Bild. Also ich möchte auch sagen, Herr, bitte, ja, heilige mein Ohr, entsündige mein Ohr und ja, gib mir ein Ohr, was dich hört, was deine Stimme hört, was auf dich hört. Und das ist ja auch unser Herz letztendlich, oder? Gib mir Hände, die das, ja, die Dinge tun, die dir gefallen, die Dinge tun, die zum Leben führen und nicht zum Tod. Die Dinge tun, die dir Ehre bringen, Herr. Und ja, meine Füße, salbe sie auch, dass ich auch zu den guten Orten gehe, dass ich dorthin gehe, wo ich gebraucht werde und wo du mich hinrufst, Herr. Das, ja, starke, starke Verse. Und ja, das wird hier den Priestern gegeben. Sie sollen diese Männer sein. Sie sollen ja Israel repräsentieren vor Gott. Sie sollen sozusagen die wahren Israeliten sein. Ich will nicht sagen die Perfekten, aber sie sollen, ja, sie sollen ein gottgefälliges Leben führen. Und es ist ein großer Segen, aber eine große Verantwortung, die diesen Männern hier gegeben wird. Und er nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett und die rechte Keule. Und jetzt kommt eine Art Schwingopfer, die haben wir noch nicht kennengelernt im Text vorher. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, was Neues.
Und er nahm aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn war, einen ungesäuerten Kuchen und einen Kuchen mit Öl bestrichenen Brotes und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und auf die rechte Keule. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwang es als Schwingopfer vor dem Herrn. Eine witzige vielleicht Situation. Sie kriegen ihre Hände voll, Mose muss ihre Hände irgendwie genommen haben und dann haben sie so, wie man so ein Baby vielleicht schaukelt oder so, ich weiß es nicht, sie haben das geschwungen vor Gott. Ja, und wie gesagt, uns ist das natürlich alles irgendwie fremd, wir leben auch in einer ganz anderen Kultur und Zeit, aber ich weiß nicht, ob es denen vielleicht auch fremd war, aber es war gut, es war Gott wohlgefällig. Und Mose nahm es von ihren Händen weg und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen, auf dem Brandopfer. Ein Einweihungsopfer zum wohlgefälligen Geruch. Ein Feueropfer war es für den Herrn. Und Mose nahm die Brust und schwang sie als Schwingopfer vor dem Herrn, von dem Einweihungswidder wurde sie für Mose zum Anteil, ganz wie der Herr dem Mose geboten hat. Und Mose nahm von dem Salböl, jetzt werden noch die Priester Kleider geheiligt, die wurden noch nicht geheiligt. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut, das auf dem Altar war, und sprengte es auf Aaron und seine Kleider, sowie auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. Und er heiligte Aaron, seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm. Ich würde mal sagen, jetzt ist hier alles geheiligt. Es ist also alles bereit, ja, wir sind ready. Das ist vielleicht wie so ein U-Boot oder so ein System, was du so hochfährst. Ja, keine Ahnung, rechtes Triebwerk, check. Linkes Triebwerk, check. Hinteres Triebwerk, check. Alles an, sind wir ready, das Flugzeug kann starten, sind wir bereit? Ja, alles geheiligt, alles gereinigt. Super, dann kann es jetzt losgehen, Leute. Also, es ist alles getan. Und jetzt hat Mose hier noch was. Und Mose sagte zu Aaron und seinen Söhnen, kocht das Fleisch am Eingang des Zeltes der Begegnung, ihr sollt es dort essen und das Brot, das im Korb des Einweihungsopfers ist, ganz wie ich geboten habe. Aaron und seine Söhne sollen es essen. Und den Rest von dem Fleisch und von dem Brot sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollt ihr 7 Tage lang nicht weggehen, bis zu dem Tag, an dem die Tage eures Einweihungsopfers erfüllt sind. Denn 7 Tage sollen euch die Hände gefüllt werden. Wunderschön. Bleibt hier, esst, wacht sozusagen hier. So wie man an diesem Tag tat, hat der Herr zu tun geboten, um Sühnung für euch zu erwirken. 7 Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der Begegnung bleiben und sollt dort für den Dienst des Herrn sorgen. Also Dienst des Herrn, das Wort Dienst hier kann verschiedene Bedeutungen haben. Ich weiß nicht, in welcher Form sie da gedient haben. Es kann auch sein, dass sie dort gewacht haben sozusagen am Eingang. Denn dienen mussten sie eigentlich drin. Also der Dienst fand ja, glaube ich, hauptsächlich drin statt. Aber es kann auch sein, dass sie dort einen Gebetsdienst hatten oder was auch immer. Also sie sollen dort bleiben am Eingang des Zeltes und sie sollen für den Dienst des Herrn sorgen, damit ihr nicht sterbt. Denn so ist mir geboten worden. Also Leute, es ist wichtig, bewegt euch hier nicht weg, damit ihr nicht sterbt, bleibt hier, denn so hat Gott das gesagt. Und sie sind 7 Tage da, sie kriegen ihre Hände gefüllt. Also es ist eine Zeit der Erfüllung, es ist eine Zeit der Segnung. Die Priester werden wirklich gesegnet, ja. Sie sitzen da, Leute bringen wahrscheinlich was zu ihnen. Sie haben dort eine gesegnete Zeit vor der Stiftshütte. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Halleluja! Wir sind auf einem guten Weg, Leute. Wir sind hier in der Wüste, wir fangen an, die Priester sind ready. Jetzt kann es eigentlich richtig losgehen. Wie wunderbar! Und ja, es ist auch wunderbar. Ich lese jetzt einfach nochmal Kapitel 9. Ich werde nicht mehr viel drauf eingehen, nur auf das Ende, okay? Und Jörg kann ja von mir aus auch noch nächste Woche ein paar Details vielleicht rausarbeiten oder er wird dann in Kapitel 10 weitermachen. Und es geschah am 8. Tag, also die 7 Tage sind vorbei, ihre Hände sind gefüllt, sie haben sich nicht wettbewegt und jetzt geht der Dienst los. Jetzt fangen sie an zu arbeiten, die Jungs. Und das sollen sie auch, dafür sind sie auch gerade sozusagen
geweiht worden. Und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seinen Söhnen und die Ältesten Israels. Und er sagte zu Aaron, nimm dir ein Kalb von den Rindern vom Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer ohne Fehler und bring sie da vor dem Herrn. Und zu den Söhnen Israels sollst du reden, nehmt einen Ziegenbock für das Sündopfer und ein Kalb und ein Lamm einjährig ohne Fehler für das Brandopfer und einen Stier und einen Widder für das Heilsopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern und ein Speiseopfer mit Öl gemengt. Denn heute wird der Herr euch erscheinen. Was für ein wunderschöner achter Tag! Und sie brachten das, was Mose geboten hatte, vor das Zelt der Begegnung. Und die ganze Gemeinde trat heran und stand vor dem Herrn. Und Mose sagte, dies ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen. Und Mose sagte zu Aaron, tritt heran, tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk. Ja, auch Aaron braucht diese Sühne und das Volk. Opfere die Opfergabe des Volkes und tue Sühnung für sie, ganz wie der Herr geboten hat. Und Aaron trat an den Altar und schlachtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war. Und die Söhne Aarons brachten ihm das Blut, und er tauchte seine Finger in das Blut und gab etwas davon an die Hörner des Altars, und er goss das Blut an den Fuß des Altars. Und das Fett und die Nieren der Lappen der Leber vom Sündopfer ließ er auf dem Altar in Rauch aufgehen, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Wunderbar, es läuft, Leute, es läuft. Aaron hat gestartet und er startet gut, es läuft. Und das Fleisch und die Haut verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers. Und er schlachtete das Brandopfer. Und die Söhne Aarons reichten ihm das Blut. Und er sprengte es ringsum an. Die Söhne machen auch super mit. Gutes Teamwork hier. Die Priester haben einen guten ersten Tag. Das ist das erste Mal, dass sie das machen. Und es läuft gut. Dann brachte er herzu die Opfergabe des Volkes, nahm den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk war, und schlachtete ihn und opferte ihn als Sündopfer, wie das erste Mal. Und er brachte das Brandopfer herzu und opferte es nach der Vorschrift. Und er brachte das Speiseopfer herzu und füllte seine Hand davon und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Wenn ihr dazu was wissen wollt, was das alles für Opfer sind, dann hört mal die Podcast, hätte ich fast gesagt, hört mal rein in unser Predigtarchiv, da hat Jörg das alles erklärt, die ganzen verschiedenen Opfer. Vers 18, und er schlachtete den Stier und den Widder, das Heilsopfer, das für das Volk war. Und die Söhne Aarons reichten ihm das Blut und er sprengte es an den Altar ringsherum und die Fettstücke von dem Stier und von dem Widder, den Fettschwanz und was die Eingeweide bedeckt und die Nieren und den Lappen der Leber. Und sie legten die Fettstücke auf die Bruststücke und er ließ die Fettstücke auf dem Altar in Rauch aufgehen. Das ist Anbetung, was hier passiert. Gott bekommt die Ehre. Und die Bruststücke und die rechte Keule schwang Aaron als Schwingopfer vor dem Herrn, ganz wie Mose geboten hatte. Und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Wie schön. Es ist ein wundervoller erster Tag, ein wundervoller achter Tag. Es ist wirklich bis jetzt total gesegnet hier, der Dienst von Aaron und seinen Söhnen. Und ich finde wirklich, die machen das toll zusammen. Die Söhne sind seine Helfer, sie sind seine Assistenten. Und jetzt segnet er das Volk. Ja, dann musst du mal nachgoogeln. Google. Lies mal die Bibel, Google. Und er stieg herab nach der Opferung der Sündopfer und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Sie gehen hinein. Sie kommen jetzt Gott ganz nah. Der erste Arbeitstag, das erste Mal, dieser neue Dienst. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Ein zweiter Segen. Wie herrlich. Was für ein segensreicher Tag. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Leute, es war ein wundervoller erster Tag hier. So viel Segen. Anbetung, Sühnung. Die Leute jauchzen, Gott nimmt das an, Gott sagt, ja, Amen, das habt ihr gut gemacht. Und das Zeichen, dass er, warum jauchzen die Leute? Weil Gott das bestätigt, er schickt das Feuer. Es ist nicht mal ihr eigenes Feuer, was die Sachen verbrennt, sondern Gott sagt, das habt ihr so gut gemacht. Jetzt schicke ich mein eigenes Feuer und verzehre das Opfer.
Und da merkt ihr, ich bin da, ich bin bei euch. Und ihr habt diesen Gottesdienst wundervoll gefeiert. Genauso, wie ich es euch gesagt habe. Wow. Ihr habt das erste Mal irgendwas gemacht, so wie ich es euch gesagt habe. Oh Gott, Tränen müssen sein Gesicht runtergelaufen sein. Wahnsinn. Es ist so schön. Es ist wie Adam und Eva im Paradies, die da waren, um Gott zu dienen, um in Gottes Nähe zu sein. Es ist wunderschön. Aber wisst ihr, wie es so ist in der Bibel? Immer wenn es so wunderschön wird, dann ist der Crash nicht weit. Immer in so einer Hochphase wird es gleich ganz tief bergab gehen. Und das werden wir nächste Woche dann sehen, vielleicht in Kapitel 10. Denn leider ist die Versuchung vielleicht auch groß, wenn es so gut läuft. Ich weiß es nicht, vielleicht auch, wenn es nicht so gut läuft, aber es ist eine Versuchung da. Und die Söhne Aarons werden der Versuchung nicht widerstehen. Und es wird etwas Schreckliches passieren. Und ihr wisst vielleicht schon was. Ich bete jetzt nochmal. Herr, wie herrlich ist es, wenn wir dir, ja, wenn wir dir Ehre geben können, wenn wir dich anbeten können, Herr. Wie herrlich ist es, dass du diese Sehnsucht hast, in unserer Mitte zu wohnen, Herr. Und wie herrlich ist es, dass du durch dein Opferlamm, Jesus Christus, ja, es ermöglicht hast, es möglich gemacht hast, hier in unserer Mitte, in deiner Gemeinde, Herr, unter deinen Kindern auf der ganzen Welt zu wohnen und ihnen nahe zu sein. Herr, durch deinen Heiligen Geist, Herr, sogar in uns, Herr. Herr, wie herrlich ist das? Und das ist wirklich nur, ja, weil du alles geheiligt und gereinigt hast durch dein Blut, Herr, in uns. Herr, und wir brauchen das immer wieder, aber ich preise dich so sehr. Ich will jauchzen mit den Israeliten und auf mein Angesicht fallen vor dir, Herr, einfach, weil ich bin so dankbar, Herr, dass du da bist. Ich bin so dankbar, Herr, dass du, ja, unseren Gottesdienst annimmst, Herr, in dem Sinne, dass du, ja, dass du dich freust, wenn wir, ja, dir dienen, wenn wir auf dein Wort hören, Herr. Wenn wir dein Wort ernst nehmen in unserem Leben, Jesus. Herr, aber wir sind genau wie diese Priester, wir brauchen immer wieder neu diese Vergebung, die Sühnung, Herr. Ja, und es ist alles dein Verdienst, Herr. Aber danke, dass du uns auch hier als Gemeinde rufst, in diesen Priesterdienst, in diese Anbetung, Herr, in diese Nähe zu dir. Herr, ich möchte einfach mehr begeistert davon sein, Herr, dass du in unserer Mitte wohnst, Herr. Ich will mich neu davon begeistern lassen, Jesus. Und wenn wir das Abendmahl gleich feiern, Herr, wie dankbar können wir sein, dass du es möglich gemacht hast, hier in unserer Mitte zu wohnen und dass wir deine Priester sein dürfen, Herr. Ja, und hilf uns, diesen Dienst ernst zu nehmen, dein Wort darin ernst zu nehmen, wie das aussehen soll, Herr. Ja, bitte, und sag, ja, sprich zu uns, Herr, wenn da Dinge sind, die wir, ja, die echt nicht klar gehen, Herr. Und hilf uns, dass wir sie ablegen können, dass wir uns, ja, davon wirklich reinigen lassen können, Herr, von dir. Um wirklich gute Priester, schlechte Priester gab es ohne Ende in der Bibel. Da werden wir bestimmt auch einige noch treffen. Aber Herr, wir wollen gute Priester sein. Wir wollen keine falschen Priester sein, keine verwirrten Priester, keine fleischlichen Priester. Herr, wir wollen gute Priester sein. Hilf uns doch, Jesus. Hab Gnade mit uns und mit unserer Unzulänglichkeit, Herr. Amen.